Immer wieder erhalten wir in der Redaktion Anfragen von Einsteigern, was brauche ich zum Barschangeln? Die Firma Diver hat uns eine prall gefüllte Tasche geschickt, dazu noch eine Rute und eine Rolle. Wir bauen das Setup mal komplett auf, suchen den richtigen Köder aus und hoffen, dass wir hier am kleinen Teich dann noch einen kleinen Barsch fangen. Das ist Angeln für Einsteiger. Ihr guckt Anglerbord TV, mein Name ist Timo, gebt uns ein Like, kommentiert den Beitrag und viel Spaß bei dieser Folge. Wollen wir mal gucken, was Diver hier alles in die Tasche gepackt hat. Also, die Rolle ist eine Fuego LT 2000, das sieht man schon mal. Die Rute, eine Diver Procyon, die hat ein Wurfgewicht von 7 bis 21 Gramm. Relativ schwer für diesen kleinen Teich und für die zu erwartenden Barsche. Hier finden wir schon mal eine ganze Auswahl an verschiedenen Wobblern, Twitchbaits, Crankbaits, Flat Minnow. Die schauen wir uns gleich alle nochmal genauer an. Ich sehe ganz, ganz kleine. Das macht doch schon mal einen guten Eindruck. Hier haben wir Köpfe für die Cheburashka aus dem Prorex-Programm. Schnur, damit auch passende Schnur auf die Rolle kommt. Einmal die J-Braid Grand X8 von Diver und die Tournament Evo X8. Oh, hier vorne haben wir verschiedene weitere Kunstköder, Spinnerbaits, Prorex Bothcraw in Green Pumpkin Purple, schönes Creature Bait, ist allerdings zu groß für hier, aber da finden wir sicher auch das passende. Ja, hier haben wir es doch. Die Prorex Micro Sheds 45 DF. DF weiß ich zufällig, heißt bei Diver Duckfin. Aber das zeige ich euch gleich nochmal. Ich packe das jetzt alles nochmal gerade in die Tasche. Dann gehen wir mal in die Hütte, weil hier zieht ein fieses Gewitter auf. Dann kann ich im Trockenen nämlich die Rute aufbauen, die Spule, die Rolle bespulen. Und ihr seid dabei, seht wie es geht. Und dann hoffen wir, dass das nochmal aufklärt und aufbricht, dass wir hier noch einen Barsch rausziehen können. Ja, es scheint zwar die Sonne, aber ich mache das trotzdem lieber drin. Ich baue das jetzt auf. Als erstes muss die Schnur auf die Rolle. Dafür packe ich das gute Ding mal aus. Mache hier einen Knoten dran. Und spul die Schnur drauf. So, bei der Rolle eine Besonderheit schon mal. Ihr habt eine starre Kurbel. Das finde ich persönlich immer sehr gut, weil man so hier kein Gelenk hat, das irgendwie hin und her wackeln kann und man hat den direkten Kontakt zur Rolle, zur Achse und kann den Köder perfekt auf Tempo bringen. Ja, zum Bespulen brauche ich natürlich die Rute. Diver hat hier die neue Procyon geschickt. Habe ich eben ja schon kurz gesagt. Die Rute hat eine Länge von 2,40 m, eine Transportlänge von 126 cm. Steht aus zwei Teilen und hat ein Wurfgewicht von 7 bis 21 Gramm. Für die Einsteiger fangen wir wirklich bei Null an. Es ist natürlich logisch, als erstes muss die Rolle an den Rollenhalter. Ich schraube die ganz einfach hier nun ein. Mach das schön fest. Jetzt kommt die Schnur drauf. Diver hat uns zwei Schnüre zur Verfügung gestellt. Das ist einmal die Diver J-Braid Grand X8 und die Tournament Evo Plus X8. Die J-Braid ist in 0,06 mm und die Tournament Evo Plus ist in 0,10 mm.
Bei der Kombo bespule ich die Rolle mit der 0,10 mm Variante. Die 6er ist mir da ein bisschen zu dünn. Wie ihr das bespult, seht ihr jetzt natürlich im Schnelldurchlauf. Wer es genau wissen will, klickt am besten hier oben, denn wir haben schon mal ein Video gemacht. Da seht ihr, wie ihr ganz einfach eure Rolle bespult. So, ich wedel jetzt einfach zum Bespulen der Rolle das Schnurende durch den Ring des unteren Rutenteils. Mach mir hier eine Schlaufe und spule dann die Spule auf. Zur Rolle kann man auf jeden Fall schon mal sagen, die läuft unfassbar sanft und geschmeidig. Macht einen richtig guten Eindruck. Die Fuego LT 2000 von Daiwa. Schickes Röllchen. So, für mich ist jetzt hier auf der Spule die perfekte Schnurfüllung erreicht. Hab's jetzt komplett voll gemacht. Wickelbild sieht schon mal echt gut aus. Die Schnur ist auf der Rolle. Ich habe mir das Oberteil der Rute geholt, die Rute zusammengesteckt. Achtet darauf, dass die Ringe natürlich in einer Flucht stehen. Und jetzt Schnur entnehmen und durch die Ringe fädeln. Als folgenden Schritt würde ich jetzt hier ein Stück Fluorocarbon anknoten und dann dementsprechend, wo ihr angelt, natürlich nur ein Snap oder ein kleines Stahlverfach. Wenn ihr mit Hechten zu rechnen habt, passenden Köder auswählen und dann mit den Ködern ins Wasser. So, hier in der Porex-Tasche befinden sich in der Seite weitere Schnurspulen, und zwar mit Fluorocarbon-Vorfach. Wir haben hier einmal 20 mm, 0,20 mm, 0,23 mm und 0,18. Ich habe mich jetzt hier für das 0,20 mm starke Fluorocarbon entschieden. Ich pack das mal aus. Ist hier auf so einer praktischen Spule. Schiebt man hoch. Davon nehme ich mir einfach nur so einen Meter. Reicht in der Regel immer. Oder damit fahre ich immer ganz gut. Frage ist natürlich, wie verbinden wir jetzt die geflochtene Schnur mit der Fluorocarbon? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten dafür. Ich bevorzuge für diese Variante meist den Allbright-Knoten. Ihr könnt natürlich auch den doppelten Grinner-Knoten nehmen. Wie ihr die Knoten bindet, findet ihr natürlich im Netz und vor allem bei uns im Anglerboard und in eurer Rute und Rolle. Ja, ihr seht es im Hintergrund, jetzt mussten wir uns wirklich nach drinnen verkriechen. Und hier mache ich jetzt den Köder dran. Wir haben ja eben schon mal einen Blick reingeworfen in die Boxen. Wir haben einmal Chiburashka-Köpfe, viele verschiedene Wobbler und auch Gummifische. Für den Teich eignet sich auf jeden Fall eher ein Chiburashka mit einem kleinen Gummifisch. Und die Wobbler gucken wir uns jetzt trotzdem einmal genauer an. Daiwa schickte uns unter anderem die Porex Spinnerbaits. Mit den Ködern könnt ihr perfekt im Kraut nach Barschen suchen. Ihr könnt hinten den Einzelhaken dann noch mit einem Gummifisch oder einem kleinen Twister verschönern, um etwas mehr Lockwirkung zu haben. Außerdem haben wir hier noch verschiedene andere Hardbaits. Die Wobbler sind natürlich für unterschiedliche Situationen gedacht. Für flache Ecken eignen sich dann halt flachlaufende Wobbler, so wie der Rolling Crank. Der hat eine Tauchtiefe von 0,5 bis 1 Meter. Müsst ihr ein bisschen tiefer fischen, ist der Double Clutch Suspending, sprich der ist schwebend. Der hat eine Tauchtiefe von 0,5 bis 1,3 Meter. Dann haben wir noch die Köder aus der Porex Range. Slow Sinking, der Flat Minnow. Hier haben wir noch den Baby Crank. Der geht zum Beispiel auf 0,6 bis 1 Meter ab und ist Floating. Mit dieser Auswahl seid ihr komplett breit aufgestellt, aber häufig müsst ihr halt noch tiefer runter. Und dann kommen Gummifische ins Spiel. Und die schauen wir uns jetzt an. Fliegender Wechsel. Die eine Box rein, die andere raus. Hier seht ihr, sind bisher nur ein paar Gewichte drin. Und zwar Porex Chiburashka-Köpfe. Die Chiburashka-Köpfe
sind in 4 und 6 Gramm geliefert in der Box. Wie ihr die montiert, ist hinten auf der Verpackung beschrieben. So, hier für den Teich, seht ihr, ist ein kleiner Tümpel, trotzdem mit ein paar guten Barschen drin, reicht die 4 Gramm Cheburashka Variante, davon nehme ich mir mal einen Kopf raus. So. Mach das auf. Haken habe ich mir vorher schon geholt. Fädel den hier ein. Mach den Kopf wieder drauf. Schieb da einfach hier rein. Drückt hier zu. So, den Cheburashka Kopf knote ich jetzt hier am dünnen Ende direkt an mein Fluorocarbon. Hier könnt ihr wieder verschiedene Knoten nehmen, unter anderem einen Grinner-Knoten. Wie ihr den Grinner-Knoten knotet, hier oben setzen wir einen Link, da findet ihr das passende Video bei uns hier auf dem Kanal auf Anglerbord TV. Knoten immer schön anfeuchten, zuziehen, das überstehende Ende nicht abbeißen, sondern abschneiden. Müll immer mitnehmen, egal wo ihr seid. Zu Hause wegschmeißen. Die Cheburashka ist soweit fertig mit dem Haken. Allerdings bringt das so noch nicht wirklich einen Fisch. Da muss jetzt noch ein Gummifisch dran. Und die hat Diver auch mitgeliefert. Das passende Gummi ist auch mitgeliefert. Verschiedene Farben, verschiedene Größen. Dann mal zum einen große Creature Baits. In 7,5 cm Both Craw aus der Porex Range. Die sind für den Teich hier leider zu groß. Außerdem haben wir den passenden Köder, den Micro Shad in 45 DF aus der Porex Range in zwei verschiedenen Farben. Das ist einmal Ghost Perch und Ghost Lime. Davon schnappen wir uns jetzt ein. Wir nehmen hier heute mal ein Ghost Lime DF. Bei Diver heißt übrigens Duckfin. Jetzt seht ihr vielleicht, wieso die Köder so heißen. Nun nehme ich hier meine Cheburashka, den kleinen Gummifisch hier, ziehe den einfach auf den Haken, zieht ihr den einfach wie bei einem normalen Jigkopf schön mittig und sorgfältig, nehmt euch da wirklich Zeit für, auf den Haken, damit der schön gerade drauf sitzt und vernünftig spielen kann. Das ist soweit ready. Das sieht auch schon gut aus. Und damit holen wir uns jetzt einen Barsch. 4 Gramm an der Rute. Ja, könnte ein bisschen mehr sein, aber ihr seht, liegt wie eine 1. Ich lasse jetzt absinken, bis die Schnur schlaff ist. Habt ihr gesehen? Drehe ich zweimal an. Wieder schlaff. Ah, da war der erste Biss. Ah, der nächste. Ah, die Fische sind da. Sind aber offensichtlich echt kleine. Hier am Steg. Gucken wir mal. Nächste Wurf. Nach einigen Probieren ist dann doch einer hängen geblieben. Ah. Kleinen Kescher, zeige ich euch mal den Duckfin in einer anderen Farbe voll genommen. So, ich mache jetzt den letzten Wurf des Tages. Die Barsche wollten nicht so wie ich. Ihr habt aber gesehen, was es braucht, um auf Anhieb einen Barsch zu fangen. Immerhin ein, zwei kleine kamen ja. Das tolle Diver-Paket funktioniert, die Rolle läuft wunderbar sanft, die Rute okay ist für dieses Gewässer und die Angelei vielleicht ein Müh zu schwer gewählt, da wäre eine leichtere sicherlich besser. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr habt was gelernt, abonniert unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst. Ich sag ciao ciao und Petri Heil.